Und wir können mal anfangen mit einem Sprichwort. Das habe ich vor wenigen Wochen auf einer anderen Veranstaltung kennengelernt. Also Rumänen sind da auch besonders freundlich, wenn es um Roma geht. Da hat mir jemand ein rumänisches Sprichwort mit auf den Weg gegeben. Mit dem möchte ich auch einsteigen. Und das lautet, schöne Bauernweisheit, wie die Weide kein Obstbaum ist, so ist der Zigeuner kein Mensch. Das ist dann so. Und das sagt man dann lächelnd. So. Und ich bin dann so jemand, der weiß das nicht, ne? Der weiß, der hat keine Ahnung von dem, wie, ich habe mich zwar 20 Jahre damit beschäftigt, aber das sozusagen mit einem Selbstbewusstsein wird das erzählt, dann etwa auch, ne? So von Leuten, die in Rumänien dann mit diesen Menschen zusammenleben. Das erinnert dann auch an die Einsichtsfähigkeit von Pegida-Leuten. Aber jetzt komme ich zu dem, was Sie ja hören wollten, also dieser Geschichte und versuche, wenn es zu lang wird, müssen Sie mir dann sagen, ich kann immer jederzeit dann auch straffen oder springen, ich muss nicht jede historische Epoche ganz ausführlich machen. Und schon, das ist wunderbar. Also, es gab mal einen sehr schönen, also gibt es immer noch sehr schönen und aber auch mal berühmten Roman, Die Entdeckung des Himmels, des niederländischen Schriftstellers Harry Mulisch. Ich weiß nicht, ob Sie sich an den noch erinnern. Und in diesem Roman befindet sich eine bemerkenswerte Szene über eine ungewöhnliche Begegnung in einer Amsterdamer Bar in den 1960ern. Der junge Jude Max, das ist die Hauptfigur dieses Romans, wird durch die Musik eines, wie es damals heißt, auch in dem Roman, Zigeunerorchesters von der Erinnerung an seinen Vater überwältigt, also sein Vater, der in Auschwitz umgekommen ist. Über einen Freund, der ein wenig Serbokroatisch spricht, versucht er dem Primasch, also dem ersten Geiger, seine Hochachtung mitzuteilen. Und er sagt dann in dem Roman, sage ihm, dass Zigeuner für mich heilig sind, weil sie das einzige Volk auf Erden sind, das nie einen Krieg geführt hat. Und er fügt hinzu, dass sie, und das wieder Zitat jetzt aus dem Roman, dass sie ebenso vergast und ausgerottet worden sind wie die Juden, dass das aber verschwiegen wird, um sie weiterhin schikanieren zu können, auch in den Niederlanden. Also wir sind in den 1960ern in den Niederlanden und da ist das so. Da gibt es diese Wohnwagenbewohners und nicht, das sind Leute, die an den Rändern der Städte wohnen und das ist da auch noch nicht, da gibt es auch diese Form auch der Ausgrenzung. In der Sprache, also wie reagieren jetzt die Roma? In der Sprache ihrer Musik antworten die von seinen Worten überraschten und auch berührten Roma-Musiker mit einem Stück, improvisieren sie. Aus diesem Stück liest dann Max eine Totenmesse oder hört heraus eine Totenmesse für die vergessenen Opfer der Shoah. Und er sagt dann, die Zigeuner hatten den Kern getroffen. Das heißt also, diese Musik setzt seine Kontroll- und Verdrängungsmechanismen außer Kraft. Und zum ersten Mal lange nach dem Krieg vermag er zu trauern über seine Familie. Das ist einmalig in der Nachkriegsliteratur. Also das finden Sie in den anderen Roman, die das Thema haben, auch bei Günter Grass kommen ja Deutsche Sinti vor, finden sie solche Szenen nicht. Also da tauchen, ich kann das nur jetzt so ganz kurz sagen, also da tauchen sie eigentlich immer in ihrer exotischen oder in ihrer pittoresken Variante auf sie werden gar nicht in diesem Sinne jetzt auch wie hier von dem jüdischen Schriftsteller, niederländischen Schriftsteller Harry Mulisch an einer ganz zentralen Stelle auch ernst genommen und mit ihrer Kultur dann auch sozusagen ernst genommen, nämlich der Musik, dem, was ja wirklich auch im Zentrum ihrer kulturellen Hervorbringung steht. Also, die europäischen Völker und Staaten von Schweden bis Spanien und von England bis Bulgarien oder Russland haben aber in der langen Geschichte, europäischen Geschichte, niemals wahrnehmen wollen, dass im Unterschied zu ihnen selbst die Zigeuner nie Krieg geführt haben. Also historisch präziser müsste man sagen, dass die unterschiedlichen Romvölker, ist auch so eine
Klischeevorstellung, dass es die Zigeuner gibt. Also es gibt ganz unterschiedliche Gruppen, unterschiedliche Sprachnamen. Sie können finnische Roma jetzt nicht mit spanischen Ritanos vergleichen. Die haben sich auch nie gesehen in ihrem Leben, nicht über 500 Jahre und auch vorher nicht. Also das sind unterschiedliche Kulturen und Gruppen, die sich entwickelt haben, nicht? Also dass die unterschiedlichen Romvölker, die um 1400 nach Europa einwanderten, das habe ich ja ausführlich dargestellt in meinem Buch, und sich überall niederließen, niemals nationale oder territoriale Ansprüche stellten. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, was wir auch sozusagen lernen können von einer großen Gruppe. Also es gibt kein anderes Volk, das nach Europa, alle sind nach Europa eingewandert, das nicht irgendwann territoriale und dann im 19. Jahrhundert nationale Ansprüche gestellt hat. Und das hat ja noch jetzt in Jugoslawien zum Beispiel dann wieder zum zerfallenen Jugoslawien nochmal wieder zu blutigen Kriegen geführt. Jetzt mitten im zivilisierten Europa nochmal. Und wir haben wieder einen Krieg in der Ukraine, der nochmal sozusagen von ähnlichen Motiven wieder befeuert ist. Nämlich sozusagen nationale, nicht so ein Nova Russia, also so ein Neurussland dazu gründen. So einen neuen Pufferstaat, das ist eine alte Idee übrigens, nicht? Ich beschäftige mich im Moment bei meinem bösen Gedächtnisbuch mit solchen Kampfzonen, nicht, in Europa und dem Herausholen solcher alten Kamellen wirklich wieder aus der Kiste, nicht, um damit wieder Politik und Krieg zu machen. Also das ist etwas, sie haben niemals territoriale Ansprüche gestellt. Und wir haben noch vor nicht allzu langer Zeit noch ein sehr kleines Volk gehabt, die Kosovo-Albaner mit 600.000, die nochmal einen blutigen Krieg geführt haben. 10 Millionen Roma haben das nicht. Aber ich meine, man kann es ja auch mal positiv, wirklich positiv wahrnehmen, dass sie wie die andere große Gruppe, die wir in Europa hatten, die Juden in Europa, also mit Juden ist es ja anders dann gelaufen, dann am Ende, dann im 20. Jahrhundert, aber eigentlich über diese lange Geschichte eben diese Ansprüche nicht gestellt haben und auch bis heute nicht stellen. Und das unterscheidet sie wirklich auch von uns Deutschen, nicht, deren Expansionspolitik im vorigen Jahrhundert die Welt in eine Katastrophe gestürzt hat. Und dennoch, und jetzt das ist das Erstaunliche, dennoch werden diese kleinen friedlichen Gruppen, von deren Auftauchen die Stadtchroniken, das sind so die frühesten Quellen des 15. Jahrhunderts, berichten, von Anfang an und ausnahmslos als eine Bedrohung wahrgenommen. Ihre Nähe wird schon von Anfang an meist nicht geduldet. Ein Zusammenleben mit ihnen erscheint undenkbar und Abwehr, Ausgrenzung und Verfolgung herrschen vor. Es hilft ihnen dabei wenig, dass sie sich als Verfolgte oder bußfertige Pilger ausgeben, um ein Gastrecht zu erlangen. Sie kommen übrigens auch, kann man wieder sagen, die Balkanroute, weil sie ja vor den vordringenden Osmanen flüchten, nachdem sie Konstantinopel erobert haben. Das ist ja genau der Zeitpunkt, von dem aus dann auch die Roma nach Westeuropa wandern. Da haben sie vorher gelebt, in diesem Bereich. Wissen wir über die Sprache, die viele Wörter aus dem byzantinischen Griechisch enthält. Großen Bestandteil der Romanessprache ist eben noch aus diesem, datiert sozusagen zurück auf diesen ungefähr 3 Jahrhunderte währenden Aufenthalt im Oströmischen Reich, im Byzantinischen Reich. Also, es hilft ihnen wenig, dass sie sich ausgeben und ich kriege dann immer das Argument, ja, aber das ist doch, dann kommt, der Mensch an sich verhält sich so, wenn Fremde kommen. Nicht so, also das anthropologische sozusagen Grundargument, der ist misstrauisch, es ist ja auch, wird ja in den aktuellen Diskussionen wieder gesagt, nicht, das ist sozusagen, vor Fremden hat man Angst und so. Das ist aber nicht so. Wenn Sie sich das frühneuzeitliche Europa angucken, verhält es sich nicht gegenüber allen Einwanderern gegenüber abweisend. Also schauen Sie sich etwa an, und das ist sozusagen zeitgleich, wie man in Europa mit den von Frankreich nach Osten strömenden hugenottischen Religionsflüchtlingen umgeht.
Jetzt kann man ja nicht sagen, das sind bessere oder besser ausgebildet. Sie sehen, wir kommen immer in die Aktualität. Wir können natürlich sagen, ja, die sind besser ausgebildet. Und aber das ist natürlich, stimmt erstens so nicht. Also auch die, wir wissen auch, dass die Zigeuner, die eingewandert sind, Berufe hatten, Fähigkeiten und Fertigkeiten hatten, die man in dieser Zeit auch gut gebrauchen konnte. Aber Sie sehen, mit denen geht man anders um. Ne? Und das ist so, wenn Polen sagt, na, wir nehmen nur syrische Christen und Sie sehen, das sind immer so solche Muster, die dann auftauchen, und ich versuche die jetzt also auf diese Gruppe hin zu erklären, warum das dann eben so ist und was eigentlich diese Gesellschaften machen, was sie an sozusagen, wie sie aufrüsten dann auch in ihrer Gesellschaft, um zu rechtfertigen, dass man eben mit einer bestimmten Gruppe fremder Einwanderer anders umgeht als mit anderen. Ähnliche Ausgangssituationen besitzen. Und es ist schon damals so, dass diese sehr unterschiedliche Umgangsweise nicht nur mit dem sozialen Stand und auch nicht nur mit dem wirtschaftlichen Vermögen, nicht, wäre ja noch so ein Grund der Migranten, zu tun hat. Denn die ersten Romgruppen treten, ich nenne das immer, in Adelsformation auf, also angeführt von einem berittenen Führer, der sich auch Herzog oder Graf nennt. Das versteht man eigentlich sofort in dieser Gesellschaft. Das bildet die, sozusagen diese Struktur bildet die Struktur der eigenen Gesellschaft ab. Und sie beherrschen auch, das ist ganz auffällig, sie beherrschen auch immer die Sprache des jeweiligen Landes. Also Quellen berichten eben davon, dass wenn sie nach Paris kommen, sich verständigen können auf Französisch, wenn sie nach Zutphen in Holland kommen, dass sie dann die entsprechende Sprache sprechen, oder wenn sie in Lübeck sind, also in Gruppen, die nach Lübeck etwa kommen, da wird Niederdeutsch gesprochen, dass sie sich verständigen können in dieser Sprache. Das ist erstaunlich. Ist ja bis heute so bei den meisten Roma, dass sie auf immer zweisprachig sind. Also ihre Sprache sprechen Romanes und die Sprache des Landes. Und das ist offensichtlich schon bei der Einwanderung so. Also ich lese mal aus der Schweizer Chronik und da heißt es, und ich mache das deshalb, weil auch die Schweizer von Anfang an sind nicht so freigebig, von Anfang an daran geguckt haben, dass diese Einwanderer auch bezahlen für das, was sie da genießen. Und in anderen Städten, katholischen Gegenden, ist man großzügiger gewesen, wenn Pilger gekommen sind. Also die haben dann Geschenke bekommen als Pilger und auch Obdach bekommen. Das war in den Schweizer Chroniken. Also das stehe ich auf 1538. Sie gaben für, wie sie aus Ägypten verstoßen wären und müssten also im Elend 7 Jahre Büß wirken. Also das gaben sie für. Sie hielten christliche Ordnung. Ja, das sind jetzt aber die wichtigen sozusagen Zuschreibungen dieses Schweizer Chronisten. Sie hielten christliche Ordnung, trügen viel Gold und Silber, doch daneben auch arme Kleider. Sie wurden von den Iren aus ihrem Vaterland herüber mit Geld verlegt und besoldet, hatten keinen Mangel an Zehrung, bezahlten ihr Essen und Trinken. Das ist ihm wichtig. Bezahlten ihr Essen und Trinken. Also woher dann diese Abwehr, nicht? Wenn Leute kommen? Die Ungleichbehandlung also lässt sich, und das ist so eine Erklärung, jetzt wird es ein wenig theoretisch, damit ich es auch kürzer machen kann. Also die Ungleichbehandlung lässt sich in viel stärkerem Maße darauf zurückführen, dass die europäischen Gesellschaften an der Schwelle zur Moderne, und das ist ja genau die Situation, in die sie kommen, ich sage auch an einer Stelle in meinem Buch, sie kommen zum falschen Zeitpunkt irgendwie, also weil diese europäische Gesellschaft ist ja auch in einem riesigen Umbruch begriffen, nicht vom Mittelalter zur Neuzeit, also da wird ja alles sozusagen umgekehrt. Also sie kommen an der Schwelle zur Moderne, bringen sie eigentlich zwei unterschiedliche Typen des anderen hervor. Vergessen wir auch heute, dass es immer diese beiden Typen noch gibt. Den Feind, das ist der eine Typus. Der Feind, der einen im Gestalt der anderen Nation übertritt und mit dem man auf Augenhöhe um religiöse, territoriale, politische, militärische, wirtschaftliche und kulturelle Vorherrschaft ringt. In Klammern wieder das große Dilemma jetzt, wie mit dem ES umgehen.
Ist der jetzt sozusagen ein Feind, mit dem man auf Augenhöhe kämpft, Kombatantenstatus, oder ist es eine Terror, sozusagen eine Terror? Das ist nicht unwichtig, ne? Sozusagen. Das ist aber im damals schon so. Also als die Roma kommen, überlegt man im Moment, ja, die könnten ja auch Türken sein. Damit hätten sie einen anderen Status, damit wären sie Feinde. Aber sie wären sozusagen auf Augenhöhe als Feinde. Ne? Jetzt, es gibt eben auch noch eine andere Figur. Also das ist sozusagen der Fremde, der bleibt, haben das die Soziologen genannt, der Fremde, der bleibt. Und das ist eine sogenannte Figur des Dritten. Also der ist weder Feind noch Freund und der kann auch weder Freund noch Feind werden. Der Dritte darf eigentlich nie an einem Ort zu Hause sein. Er darf keine Anerkennung als ein gleichberechtigtes Gegenüber erfahren. Also er ist für diese Gesellschaften immer geradezu die Verkörperung des anderen, des Fremden. Und damit ist er aber sozial immer ein Nichts. Und es wird auch immer behauptet, dass er selbst auch nicht weiß, wer er ist. Nicht? Und das, also die zentrale Figur für die europäischen Gesellschaften, also dieser zentralen Figur des Dritten, ist natürlich der Jude. Nicht? Das ist natürlich genau diese Figur, der sich ja nur verkleidet, wenn er nicht, also Sie kennen ja die antisemitischen Vorurteile, so, also das ist natürlich die zentrale Figur. Aber die zweite Figur, und das habe ich versucht ja in meinem Buch zu sagen, es ist nicht eben nicht alleine der Jude, die zweite Figur ist eben der Zigeuner. Das ist diese zweite Figur, die europäische Gesellschaft auch hervorbringt. Und es gibt noch eine dritte Figur, vor allem in der Zeit der Hexenverfolgung, das ist die fremde Frau. Also da wird sozusagen auch ein Teil jetzt sozusagen des Weiblichen dann ja auch sozusagen in diese Position des Dritten gesetzt. Also etwas, das eben nicht Feind ist, sondern etwas. Und den Dritten darf man übrigens immer vernichten und der hat auch keinen Rechtsstatus, nicht? Das ist so wie heute würde man sagen Guantanamo oder so. Also das ist ja jemand, der sozusagen in einem rechtsfreien Raum sich bewegt. Und dafür hat ja die frühneuzeitliche Ordnung auch Rechtsbestimmungen, nicht etwa wie den Infamen, also den Unberührbaren und so weiter. Also da gibt's ja auch juristische Zuordnungen dann. Also, aber es ist eigentlich so, und das ist jetzt für mich das Erstaunliche gewesen. Na, selbstverständlich für zeitliche Dauer und räumliche Nähe auch des Fremden, der bleibt. Dazu, dass diese Konstruktion eines Dritten an Überzeugungskraft verliert. Das sehen wir ja auch immer, wenn Menschen einwandern. Irgendwann gibt es eben Vermischungen, gibt es eben räumliche Nähe und dann ist das irgendwie, dann funktioniert das nicht mehr. Und da setzt eigentlich das an, also was wir auch heute wieder beobachten können. In dem Moment entwickeln europäische Kulturen Mechanismen, die dazu führen, dass man niemals vergisst, mit welchem Typus des anderen man es bei Juden oder Roma zu tun hat. Nicht? Das ist sozusagen, da setzt eigentlich die kulturelle Kontinuität ein. Wir haben eben davon, nicht? Das ist dann so um 1500 und der Antisemitismus und auch der Antiziganismus sind eigentlich dann Formen, die immer wieder uns niemals vergessen machen, mit wem wir es eigentlich da zu tun haben. Auch wenn wir diesen nahe gerückt sind, wenn es unsere Nachbarn sind, nicht? Das wird sozusagen in unser Gedächtnis auch eingeschrieben. Und Sie sehen genau, also das kann ich jetzt nicht so ausführlich darstellen. Es gibt eben bestimmte Krisensituationen, gesellschaftliche Krisensituationen. Und das sind genau immer die Momente, wo dann auch wirklich der Turbo eingelegt wird und wo sozusagen das alles wieder in den Vordergrund gebracht wird, nicht? Und dann haben wir, das sind so die, natürlich die Zeiten, aus denen ich dann auch meine Quellen geschöpft habe. Also, also es ist dann eben, also ich nenne eben das, was im Blick auf die Roma nenne ich ihre Erfindung. Und zu der Erfindung wird auch noch ein Name erfunden. Und es werden die Selbstbenennungen, die sie haben, durchgestrichen. Und dieser Name, den wir auch noch erfinden, ist Zigeuner. Das ist sozusagen keine Selbstbezeichnung. Das ist aber der in Mittel- und Südosteuropa üblich und in Deutschland übliche Name. In anderen Ländern kennt man den Namen Zigeuner nicht. In Skandinavien sagt man Tatare, also Tataren.
Ja, da hat man, die sind bis an die Ostsee gekommen, nicht? Die mongolischen Heere, und das ist sozusagen das Bedrohungsszenario. Und da werden sie Tatare genannt. In den Niederlanden Heidene, also Heiden. Also die Ritanella, die Cervantes-Geschichte heißt in der holländischen Übersetzung Espanzeje Heidintje. Heidintje, so. Also das ist dann die Übersetzung von Zigeunerin. Und Gypsies in England, das kennen Sie, Gypsies, was sich herleitet von Egyptian, also von Ägypter. In Shakespeares zum Beispiel, das habe ich auch in meinem Buch gezeigt, also in Shakespeares Kleopatra-Drama wird Kleopatra als Egyptian Strumpet bezeichnet, also als Zigeunerhure. Und das ist, also das ist ägyptische Hure, und Zigeunerhure ist das Gleiche sozusagen im Englischen dieser Zeit. Also man, da heißt es auch noch Egyptians, nicht Gypsies. Also das A ist noch dabei. Das bildet sich erst so im Laufe des 16. Jahrhunderts, 16., 17. Jahrhundert wird das Englische verkürzt ja immer sehr stark, wird also aus den Egyptians dann, werden dann die Gypsies. Da unterscheidet man das gar nicht. Und wie gesagt, bei Shakespeare kann man es ja, ein berühmter Autor, da fällt einem das auch sofort auf, dass er das dann benutzt. Und man glaubt auch wirklich, dass sie aus Ägypten kommen und deswegen, und Kleopatra zum Beispiel eine mögliche Vorfahrin wäre für Zigeunerin, weil die ja auch so ist, wie man sich das vorstellt, dass diese Frauen sind. Also das, gut, das aber nur am Rande. Also es entsteht eben, ich nenne das eben einen Raum der Verachtung. Und daneben entsteht aber eben auch ein Raum der Faszination am Exotischen, das ja immer das Fremde andere auch erzeugt. Das gehört ja auch immer dazu. Auch im Rassismus gegenüber den Schwarzen gibt es ja auch immer den Exotismus, der dann eine Faszination hat. Und also der erzeugt das andere, also das ist so meine Formel dafür, anstatt dass von ihnen jetzt, von diesen Menschen, Zeugnis abgelegt wird. Also wir haben wirklich auch im wahrsten Sinne keine historischen Zeugnisse. Wir haben nur sozusagen immer diese Fantasien, diese Erzeugung, das, was ich Erfindung nenne, über Jahrhunderte. Also wir haben wirklich nicht wirklich in dem Sinne historische Zeugnisse, mit denen man so als Historiker dann arbeiten könnte. Und Antijudaismus und Antisemitismus arbeiten sich ja an der Tatsache ab, dass die sogenannte christlich-abendländische Gesellschaft eben eine ihrer wichtigsten Wurzeln im Judentum hat. Das ist schwer zu ertragen für die abendländischen Gesellschaften. Es zählt eben zu den bedeutendsten frühen Schriftkulturen und hat eine Sprache des Heiligen und so. Also das sind alles diese Dinge. Und damit ist aber, das ist der Unterschied vielleicht auch gegenüber den, also das versuche ich auch immer klar zu machen, das ist der Unterschied zwischen Antisemitismus und Zigeunerverachtung. Also der Antisemitismus richtet sich eigentlich immer auch gegen die Mehrheitsgesellschaft selbst, weil das Judentum ein Teil der kulturellen Basis darstellt. Also das ist sozusagen immer auch ein Teil der Selbstvernichtung dann auch. Das haben wir im Dritten Reich dann auch gesehen, was wir da vernichtet haben. Dann an eigener Kultur sozusagen, was dann als jüdische Kultur bezeichnet worden ist. Ne? So. Und deswegen ist eben diese Angstszenarien, die sind eben auch andere als bei den Roma. Die Angstszenarien sind immer, verdichten sich immer um diese Motive der Unterwanderung, der Vermischung. Und vor allem, sie nehmen eben diese sozusagen das Hysterische an, als Judentum nicht mehr sichtbar ist durch Assimilation. Also die schwindende Sichtbarkeit am Ende des 19. Jahrhunderts sozusagen treibt ja die Antisemiten in den Wahnsinn, nicht? Die Vorstellung, jetzt sozusagen Juden nicht mehr erkennen zu können. Und die Nazis korrigieren das durch den gelben Stern. Und die besitzlosen Romvölker werden aber im Gegensatz zu den Juden eben immer, das haben Sie ja schon auch angeführt, als Erscheinung der Wälder, der Heide, der Steppe, der Wege. Sie werden immer als Nomaden, was sie nicht sind, nicht zu 80%, aber sie werden immer als Nomaden wahrgenommen. Vielleicht 20% nomadisieren, die anderen sind immer schon sesshaft. Und jetzt kommt aber das Entscheidende. Also weil sie keine Schriftkultur besitzen, das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied zu den Juden. Sie besitzen keine Schriftkultur und sie sind stolz darauf, bis heute eine orale Kultur zu haben, eine Erzählkultur, eine Sprache, die viele nicht verschriftlichen wollen,
Ne? Sozusagen, das ist ja eine, ist ja auch eine kulturelle Form, Ausdrucksform, eine orale Kultur zu sein. Sozusagen, also, weil sie eben keine Schriftkultur besitzen, geraten sie aber den europäischen Kulturen gegenüber in eine unmögliche Position. Also für uns ist doch das Höchste Wissenschaft, das ist Religion, das ist Philosophie, das ist Literatur. Und was ist das alles? Das ist Schriftkultur. Das ist sozusagen, da erreichen europäische Kulturen sozusagen aus ihrer eigenen Perspektive den Höhepunkt der zivilisatorischen Entwicklung. Ich beschäftige mich gerade auch, böses Gedächtnis, mit dem Ersten Weltkrieg, nicht? Und da ist da sozusagen krachen ja diese Vorstellungen, wer hat die höchste entwickelte Kultur in Europa? Also diese Vorstellungen krachen da ja aufeinander, gerade zwischen Frankreich, England und Deutschland. Konkurrenz. Also sozusagen, die sind da raus, und das heißt aber, dass sie ganz unten sind aus der Sicht der europäischen Gesellschaften. Ohne Schriftkultur ist man im Grunde genommen fehl am Platze in der europäischen Gesellschaft. Hat man keinen Ort. Und das heißt, man ist, wie es immer heißt, ehrlos und würdelos, unzivilisierbar. Dann auch, Zivilisation ist mit Schrift unmittelbar verbunden aus unserer Vorstellung. Und sie sind Parasiten, und vor allem, das ist immer so ganz wichtig, das vergessen wir, man billigt ihnen niemals einen Rechtsstatus zu. So. Und das heißt also, die europäischen Gesellschaften, sie bleiben ja, weist ihnen im sozialen Feld dann, und das ist bis heute eigentlich so, vor allem in Osteuropa, so, hier ist es sicherlich inzwischen anders mit den Deutschen, sind die Position der Nicht-Integrierbaren am Rande der Zivilisation zu. Da siedelt man sie auch lange an. Steppen in Spanien, die unwirklichen Berge, die Berghöhlen, in denen sie dann leben. Heute ist das, pilgert man dahin, um Flamenco zu sehen, aber das waren nicht besonders attraktive Gegenden zu der damaligen Zeit, nicht, weil da wuchs nichts, da konnte man nicht irgendwie besonders gut leben. Gut, ich gehe jetzt, versuche das mal historisch etwas durchzugehen. Konzentriere mich jetzt auf ein paar Punkte. Wer in Europa als Volk an der Schwelle zwischen Mittelalter und Neuzeit Anerkennung finden will, muss in der Lage sein, über seine Abstammung Auskunft geben zu können. Das ist entscheidend. Und zwar am besten in Gestalt, das können wir uns heute nicht mehr, in Deutschland haben wir das vergessen, die Franzosen wissen das noch viel besser und die Holländer auch noch. Also am besten in Gestalt eines Epos. Und zwar so eines wie der Aeneis über die Gründung Roms. In dem wird ja die Gründung Roms erzählt. Und die Römer haben also, als sie vermutlich 500 Jahre nach ihrem im Dunkel der Geschichte liegenden Aufbruch aus dem heutigen Nordindien, damit kommen sie her, um 900 sind sie wohl aufgebrochen, vertrieben durch mongolische Eroberer, wie viele andere indische Völker auch, die dann in Richtung Persien gewandert sind, da geblieben sind. Heute oder Pakistan, nicht? Dann, also das sind ja sehr frühe Vertreibungen schon. Das liegt aber völlig im Dunkel der Geschichte. Bei einem Volk, das keine Schriftkultur hat, ist das so? Also da haben wir keine Quellen, Dokumente. Wir haben also keine Erinnerung mehr an ihre Herkunft. Es gibt keine, sozusagen auch keine Mythen, keine Geschichten mehr an die Herkunft. Während Franzosen, Deutsche, Portugiesen, Holländer und andere, alle europäischen Völker damit beginnen, im 17. Jahrhundert dann nationale Gründungsmythen zusammenzubasteln. Denken Sie an unseren Arminius und so, den Hermann, den Cherusker und so. Also es wurde ja mal tot ernst genommen. So, oder die Gallier. Ja, ja, gut. Also ich gucke da immer von meinem Zimmer so auf die Schwertspitze. Bielefeld. Und die Franzosen machen sich dann mit ihrem Asterix und Obelix darüber lustig und so, aber das ist ja eigentlich das Gleiche noch, das spielt ja noch damit, also mit diesen Gründungsmythen. Und diese Gründungsmythen beschreiben eigentlich in allen Europa, Batavia in Holland und so, nicht? Dann die beschreiben eigentlich immer sozusagen eine Urszene, nämlich die Ankunft und die Besitznahme.
Und das ist sozusagen die Beglaubigung dafür, dass man da jetzt Territorium genommen hat und auch durch Kampfesmut und Verteidigung gegen andere sozusagen sich das Recht erworben hat, da jetzt zu bleiben und da später dann seinen Nationalstaat auch zu gründen. Das ist immer, was da eigentlich so erzählt wird in diesen Legenden. Also Roma, Zigeuner haben diese Mythen nicht, aber die Europäer erzählen sozusagen Legenden und Mythen über die Herkunft der Zigeuner. Also die nehmen ihnen das sozusagen ab. Das ist sozusagen eine der Erfindungen, die es dann auch gibt. Die haben selbst, erzählen die selber nicht, aber Europäer erzählen sie. Und das sind immer im Gegensatz eben zu den Mythen von Ankunft und Besitznahme, sind das jetzt immer Legenden von dunkler, ungeklärter Herkunft und misslingender Ankunft, die da erzählt werden, aber von den Europäern. Und die sind weit verbreitet, das habe ich untersucht. Also in Gesamteuropa sind diese Legenden weit verbreitet. Und wo es keine Spuren gibt, was macht man in der frühen Neuzeit? Da geht man eben auf die biblischen Genealogie zurück. Und da endet man immer bei den Söhnen und Enkeln Noahs. So, alle Völker werden in dieser Zeit noch darauf zurückgeführt. Und Sem ist ja Semiten, also Sem ist ja einer der Söhne. Wir sind sozusagen bei dem Besten untergebracht, bei Jephtha. Und die Zigeuner werden im untergebracht bei Cham. Das ist der Stammvater der Schwarzen. Das ist die Geschichte, die erzählt wird. Darauf werden sie zurückgeführt und sie gelten bis zur Aufklärung, also bis man wirklich definitiv durch aufklärerische Anthropologie herausbekommt, dass sie aus Indien kommt, gelten sie als Schwarze. So. Das ist allen klar, dass sie Schwarze sind. 300 Jahre lang. So. Das wird nie bestritten. Dann auf einmal sind sie das nicht mehr. Also, sie sind ein schwarzes Volk und ein schwarzes Volk ist in Europa nicht willkommen. Das hat in Europa keinen Platz. Nicht? Dann haben sie schon sozusagen von der Herkunft her jetzt so eine Linie. Und dann heißt es immer schon, dass sie eben als Schwarze auf ihr Ursprungsterritorium zurückkehren müssen. Das Ursprungsterritorium hat man sich aber ausgedacht. Das ist nicht ihr Ursprungsterritorium. Nein, das ist falsch. Das ist ja Indien. Und daraus müssen sie zurückkehren. Und man muss auch sagen, dass Schwärze in dieser Übergangsepoche auch in Religionsdingen, haben das ja auch angesprochen, kein günstiges Zeichen ist. Schwarz ist die Farbe des Teufels und sie werden dann eben auch als Anbeter des Teufels verdächtigt. Wenn Sie das interessiert, wie das kommt, also das, wir sind noch in der Zeit, das wissen wir heute nicht mehr, aber das war so, da war die Erde eine Scheibe. Heute ist sie eine Kugel, aber damals war sie noch eine Scheibe. Und wenn man vom Rande, wie die Schwarzen, vom Rande herkommt, dieser Scheibe, dann ist man ein Randvolk. Aber unter der Scheibe herrscht der Satan. Das heißt, der greift immer sozusagen als erstes nach diesen Randvölkern. So, also das ist eine feste Vorstellung auch von hoch angesehenen Wissenschaftlern. Und Sie sehen, das denken sich jetzt nicht irgendwelche Hassprediger oder so aus, sondern was da an Vorurteilen entsteht, da arbeitet auch die Wissenschaft, die damals angesehene Wissenschaft mit. Ne? So, also auch die würden dann eben auch sagen, ja, die kommen halt von daher und müssen dann aber auch wieder an die Ränder zurück. Also die Schwarze. Sie sind dann eben auch zum Teil, wird gesagt, sie sind verdeckte Muslime, als die Türken eben nach Europa eindringen. Dann werden sie da zugeordnet, das ist ja auch eine gute Zuordnung, um jemanden wieder rauszuwerfen aus Europa, nicht? Dann gelten sie als Muslime, die sich nur scheintaufen lassen. Und dann wird, also über lange Zeit wird eben gesagt, dass sie innerhalb ihres Volkes kein institutionalisiertes Christentum praktizieren würden. Also es gäbe keine, sind katholisch nicht, aber in den meisten Ländern. Aber es wird immer gesagt, sie praktizieren das nicht, sondern das muss man sich so vorstellen, so wie in der Karibik, nicht? Also sie haben so eine Art
Scheinreligion. Also wenn Sie Maria anbeten, beten Sie aber in Wirklichkeit eine Mondgöttin an und so weiter. Aber das weiß man. Also das spekuliert man. Man hat keinerlei Hinweise. Man hat auch nie mit jemandem drüber geredet oder hat sich begeben. Es gibt ja auch so, man könnte sich ja in so eine Gruppe begeben, auch mal für 2-3 Jahre und sagen, nicht? Das macht man ja mit anderen Völkern damals auch schon. Nein, das gibt es alles nicht. Also es wird immer wieder gesagt, bis heute übrigens, die katholische Kirche hat das bis 2005 so behauptet, da ist es erst geändert worden durch päpstlichen Erlass, muss man sich mal vorstellen, 2005, dass sie eben nur äußerlich verschiedene christliche Bekenntnisse einnehmen, zu betrügerischer Mehrfachtaufe neigen und so weiter. Und in Wirklichkeit eben heidnische Kulte betreiben. Und das sähe man ja zum Beispiel an der Vorliebe fürs Wahrsagen. Handlesen, Tarot und so weiter. Also das geht. Im 18. und frühen 19. Jahrhundert ist man da weniger zimperlich. Also das macht man ja damals gegenüber den Juden auch. Da wird ihnen eben auch ritueller Kannibalismus vorgehalten. Ich zitiere mal, also aus dieser Zeit, mit die Roma, also Roma, Zigeuner heißt es dann immer, umgeben sich mit gottlosen, ärgerlichen Dingen, nämlich mit Zauberei, Wahrsagerei, Dieberei und allerlei betrüglichen Stücken, weswegen sie auch bei wohlbestellten Regimentern im Christentum und unter den Rechtgläubigen keineswegs zu hegen, sintemal sie auch den christlichen Glauben nicht verstehen, noch demselben zugetan sein. Punkt, nicht so. Das ist dann so original. Also das ist das Bild einer verachteten, das frühe Bild einer verachteten archaischen Gruppe zweifelhafter Herkunft. Und die muss man sich sozusagen, das ist dann natürlich die Schlussfolgerung, die muss man sich auf Abstand halten. Und sozusagen diese Vorstellung wirkt über lange Zeit der Akzeptanz entgegen. Und Sie können sich vorstellen, als ich dann 150, 200 Jahre europäische Nationalstaaten herausbilden, dass sich diese Situation, diese Lebenssituation noch verschärft. Denn jetzt werden ja alle möglichen Gruppen dann auch einbezogen in die nationalstaatliche Bildung. Nationalstaaten sind ja nicht mit Ethnien identisch. Muss ich nur Frankreich an, also wie Okzitanien oder Bretagne oder so. Das sind ja richtig, es gibt ja Kriege darum, um sozusagen diese Bereiche da jetzt nicht das Katalanische da im Süden und so dann auch wirklich sozusagen zum Französischen zu machen. Sie werden überhaupt nicht einbezogen in diese, also nicht mal, wir sind ja auch keine Feinde, nicht? Also sie werden nicht mal jetzt auf kriegerische Weise einbezogen. Und das heißt aber jetzt, also im Nationalstaat muss man territorial zugeordnet sein. Wenn man das nicht ist, wird man vertrieben. Ständig. Und das ist die Geschichte der Romvölker im 17. und 18. Jahrhundert, eine Geschichte der ständigen Vertreibung von Königreich zu Königreich, von Kleinfürstentum zu Kleinfürstentum. Es sind gewaltsame Vertreibungen von Territorium zu Territorium, mit zwei Ausnahmen, Fällen Spanien und Österreich. Deswegen wir heute auch zum Beispiel in Rumänien so große Populationen haben. Also wenn man dem österreichischen Teil Siebenbürgen nicht vertrieben wird, dann bleibt man da auch und dann vermehrt man sich da auch anders als in den Bereichen, in denen man vertrieben wird. Also es gibt für alles eine historische Erklärung auch. Also so, das sind die Ausnahmen und Spanien eben auch, die großen Gruppen, die wir da haben und Entwicklung einer eigenen Kultur, dann ja auch Tanz und Musik. Das ist aber, weil sie da sozusagen nicht mehr vertrieben werden. Die anderen werden alle vertrieben. Und mit Vertreibung geht immer auch der Verlust auch der geringsten Rechte Hand in Hand. Und dann haben wir eben Obdachlosigkeit und Umherwandern in dieser Zeit nicht als eine angeborene ethnische Eigenschaft, sondern wirklich als eine erzwungene Lebensweise. Daraus macht die Mehrheitsgesellschaft natürlich den angeborenen Wandertrieb dann daraus und auch eigentlich ein Fluchtreflex eines von Diebstahl, Raub und Betrug lebenden Volkes, nicht? So, wie viel habe ich jetzt noch? Wie viel Zeit? Okay. Dann mache ich das jetzt kürzer, also weil das schließt sich daran an. Sie können sich vorstellen,
dass der 30-jährige Krieg, gerade in Mitteleuropa, natürlich nochmal eine Verschärfung bringt, aber auch für viele Roma eine Integrationschance bietet. Und es ist in der Tat so, also dass während des 30-jährigen Krieges viele die Chance nutzen, in die Heere einzutreten und auch in diesen Heeren Karriere machen. Das kann man belegen. Also wir wissen ja zum Beispiel berühmte Roma-Familien aus dieser Gegend hier, Pfälzischen, Lothringen und so weiter, etwa die Reinhardts. Django Reinhardt ist der bekannteste der Jazzmusiker. Und dann sehen wir aber sozusagen Unteroffiziers- und Offiziersrang der Armeen auf einmal ein Reinhardt auftauchen mit seiner Familie. Und es ist ganz klar, wenn man das liest, das ist ein Zigeuner. Also da gibt es sozusagen einen, schon auf der Ebene, gerade auch hier, also wie gesagt, in diesem Bereich, das sind Sinti, deutsche Sinti und Französische, da gibt es einen Schub, einen Integrationsschub. Und viele siedeln sich an und verschwinden dann einfach in die Mehrheitsgesellschaft. Also das ist das eine. Sozialer Aufstieg in Kriegszeiten geht eben auch, ne? So hart wie das ist. Aber es gibt eben die Nachkriegswirren des 30-jährigen Krieges und die Verarmutung. Und dort gibt es dann eben die Geschichte, das kann ich jetzt verkürzen. Also es gibt ja eine wirkliche, eigentlich in der Geschichte kaum wiederholte Verarmung, die in Europa als Kriegsfolge, die Historiker reden immer von Pauperismus, wirklich von der Phase des Pauperismus, also wirklich der großen Armut. Und in dieser Phase gibt es eben die berühmten Banden, Räuberbanden und so dann, nicht? Und es gibt eben auch zwei und drei Räuberbanden, die von Zigeunern geführt werden. Also das so ist, das sind wirklich zwei oder drei hier in Deutschland mit, weiß ich nicht, einem halben Dutzend Mitgliedern von vielen. Das führt aber sofort zu einer Explosion jetzt der Vorstellung, das sind sie, nicht? Also sie haben sich jetzt als Gauner in den Wäldern niedergelassen und bedrohen uns. Und das ist dann noch das Bild, was jetzt da hinzukommt. Also diese Vorstellung von Gaunergesellschaften, und dann taucht dieser Begriff eben auch, den wir heute noch kennen, also der Zigeunerbanden. Und das sind wirklich Zigeunerbanden. Und Sie können in 15 Jahren sehen Sie immer noch, wenn Gruppen in der Lokalzeitung, ich habe das mal für unseren ostwestfälischen Bereich da gemacht, wenn jemand kommt, dann heißt es immer, die Zigeunerbande so und so ist jetzt, die wollen oft nur zum Jahrmarkt da und eine Kirmesbuden aufbauen oder so, weil es ihr Gewerbe ist. Aber es heißt immer sofort, Zigeunerbanden kommen. Das reicht in die Zeit nach dem 30-jährigen Krieg zurück. Also da gibt es wirklich mal Zigeunerbanden und dieser Begriff bleibt. Und das ist die Vorstellung, also dass Zigeuner sozusagen als soziale Gruppe eine kriminelle Gruppe sind. Nicht die sozusagen ein Netzwerk, ein europäisches Netzwerk organisierter Kriminalität. Und die Hauptbeschäftigung ist dann, ich kann das jetzt auch wirklich kurz machen, ist der Kindesraub. Das ist ja immer die stehlen Kinder. So, das ist dann so darüber gibt es die meisten Geschichten. Und das haben Sie vielleicht noch als Kind erlebt, wenn man gesagt hat, pass auf, dass sich nicht die Zigeuner mitnehmen und so weiter. Also das ist sozusagen die Geschichte, die am meisten verbreitet ist. Und das ist sozusagen Allgemeingut, wird das, diese Vorstellung. Und das spielt übrigens noch eine Rolle in einem Tatort, Hamburger Tatort, dessen Drehbuch ein berühmter deutscher Schriftsteller geschrieben hat, nämlich Martin Walser. Armer Nanosch, der wird immer noch gezeigt, nicht? Und da ist auch diese Hauptfigur, der natürlich den Staat um Wiedergutmachung betrügt und so weiter. Also das ist ja alles da wunderbar in dem Film. Und der hat aber eh so im Hintergrund ist immer so eine, der hat so Verwandte, die dann immer im Hintergrund noch so ein Netzwerk bilden, auf das er sich verlassen kann. Und es ist ganz, wirklich ganz furchtbar. Und dass man das dann in den 80er Jahren noch so darstellen kann. Und Diebstahl, Betrug, Kinderraub, nicht?
Im 19. Jahrhundert, ich mach jetzt den zweitletzten Punkt, also den im 19. Jahrhundert gibt es eine andere Deutung. Wir erfahren die Welt und die europäischen Roma werden immer mehr mit Afrikanern, also mit afrikanischen Wilden und vor allem eben auch mit nordamerikanischen Indianern verglichen. Und es kommen auch schon damals Vorschläge auf, also man, das Beste sei, sie in Reservate auch zu schicken. Also stecken, dass wir die Pusta eignet sich dafür, es eignet sich die Moore zu in Norddeutschland, in Spanien bestimmte Sierras und so. Also es sind wirklich ernsthafte Vorstellungen. Also wir machen, da können sie dann so leben, innerhalb unserer Gesellschaft eigentlich, aber ebenso wie in den USA dann in Reservaten. Und wir verhindern eben eine Vermischung dieser Gesellschaften dadurch. Aber es ist ganz klar, auch wenn wir das machen, das sind wie die Indianer untergehende Gesellschaften. Wie diese, alle Völker, die sozusagen jetzt innerhalb von Zivilisationen, das ist den Anthropologen, auch den Politikern damals wird es immer wieder gesagt, ist es klar, dass sie aussterbende Völker sind. Wenn sie sich nicht anpassen und aufgehen, wenn sie ihre Kultur bewahren wollen, werden ihre Kulturen untergehen. Das nur jetzt ganz kurz. Also das ist aber eine wichtige Phase, finde ich, weil in Wirklichkeit jetzt die meisten Roma in dieser Zeit wirklich einen großen Integrationsschub auch machen. Wenn Preußen 1843 das Geburtsrecht als Grundlage für die Staatsbürgerschaft nimmt, dann haben wir auf einmal keine staatenlosen Zigeuner mehr. Das preußische Ministerium gibt dann irgendwann, die Bayern fragen immer, wo sind denn eure Zigeunerhorden geblieben? Und dann sagen die, wir haben keine mehr. Es gibt noch 800, die kommen aber immer aus Böhmen rüber. Und wir haben das Problem nicht mehr. Das heißt also, die können sich niederlassen. Das machen die dann auch, ne? Sozusagen diese Gruppen. Und endlich ist, sie verschwinden dann. Das ist so ähnlich dann natürlich wie bei der Assimilation der Juden. Das ist politisch nicht gefragt. Man bringt ständig dann von politischen Parteien dann auch nach 1871, nach der Reichsgründung wieder Gesetze ein, die zum Beispiel dann Passvermerke Zigeuner machen, die sozusagen die Rechte wieder einschränken, die besondere Hürden aufbauen für den Erwerb von Gewerben und Handwerk und so weiter, wieder für diese Gruppe. Also das wird wieder sozusagen zurückgenommen. Aber das ist wieder so eine Geschichte, nicht? Damit begründet wird, dass man sagt, also wir haben es mit Wilden zu tun, eigentlich nicht mit einem Volk, sondern mit einem Stamm. Und dann bekommt ein neuer Begriff auf neben die Bande, nämlich die Zigeunerhorde. Das ist dann sozusagen, Sie sehen dann auf einmal in der Zeitung, nicht, dann gibt es auf einmal immer nicht mehr dieses Volk oder diese Bande, sondern das sind dann Horden und Horden sind halt die Wilden, die wie Indianerhorden und so, nicht die. Und dann kommen Leute aus Buren aus Südafrika und halten Vorträge, wie man mit Kaffern bei ihnen umgeht und wie man dann in Europa erfolgreiche, gut besuchte Vorträge, wie man das doch dann in Europa auch mit den europäischen Kaffern, mit den Zigeunern machen soll. Also das sind so, habe ich auch ein paar schöne Quellen gefunden. Und das ist nicht ohne Erfolg. Ich komme zu dem letzten Punkt dann. Es gibt natürlich auch im 19. Jahrhundert eine andere Vorstellung. Also wir erinnern sich daran, dass ausgehend von Herder, aber dann vor allem die Gebrüder Grimm, ja eine neue Idee sozusagen in diese zivilisatorische Entwicklungsidee hineingebracht haben, nämlich dass wir auch nicht nur Spitzenkultur haben, sondern auch eine Volkskultur haben. Volkskultur, die im Volk wurzelt, die einfach ist, das wird immer gesagt, also die ist einfach, die ist rein und die ist ursprünglich. Dadurch ist sie gekennzeichnet. Das sind unsere Volksmärchen, das sind unsere Lieder, die gesammelt werden in des Knaben Wunderhorn und so weiter. Das heißt also, in diesem Kontext kann man ja einen anderen Blick werfen auf diese Gruppe. Und man sieht dann, die sind eigentlich im Unterschied zu uns,
haben die ihre Reinheit, ihre Ursprünglichkeit und ihre Einfachheit viel besser bewahrt. Die haben sich von der Industrialisierung, von dem Zeitregime, von der Arbeitshetze und so weiter ja nicht, alles falsche Vorstellungen, aber nicht anstecken lassen. Und auf einmal gibt es so einen romantisierenden Blick. Und die haben ihre, vor allem, und das ist dann, ich kann das auch wieder abkürzen, das ist so der ganz, die Vorstellung, wenn man so ist, das sagen ja Künstler auch, romantische Künstler, dann ist man kreativ, dann bewahrt man seine Kreativität, dann ist man nicht eingeengt und in Regeln, in Regelsysteme eingeengt, sondern dann ist man kreativ. Und auf einmal ist, also die Romantiker sehen in ihnen eben auch die kreativen Musiker. Und einer ihrer größten Bewunderer ist Franz Liszt, der ein Buch über die Musik der Zigeuner in Ungarn schreibt, voller Bewunderung für sie. Und der besucht die berühmten Geiger und beschreibt deren Können, voller Bewunderung dann auch und sagt, also das sind Virtuosen, wie ich auch auf dem Klavier bin und ich fühle mich denen so nahe und ich verstehe sie. Und also das ist sozusagen diese, und dann in der Tat werden auch dann Epenlieder, Tänze, Märchen, Sagen, Legenden, Schwänke, Witze und so weiter von Leuten gesammelt, vor allem im Südosteuropa. Also die auch von Zigeunern, nicht, werden dann auch von Ethnographen dann auch aufgezeichnet, und deswegen haben wir auch Zigeunermärchen und so etwas. Also das ist diese Vorstellung, also das Gefühl der Entfremdung, würden wir ja vielleicht heute sagen, von der Natur, das Unbehagen an der Disziplinierung und so weiter. Also dass wir da auf einmal eine Gruppe haben, auf die können wir alle unsere Sehnsüchte und Wünsche wieder projizieren. Berühmteste Gedicht von Nikolaus Lenau, Drei Zigeuner, vielfach vertont, auch von Liszt. Drei Zigeuner fand ich einmal liegen an einer Weide, als mein Fuhrwerk mit müder Qual schlich durch sandige Heide. Ich lasse das weg. Dreifach haben sie mir gezeigt, wenn das Leben uns nachtet, wie man's verraucht, verschläft, vergeigt und es dreimal verachtet. Also das ist sozusagen die, nicht auf den Punkt gebracht, das Gedicht ist in ganz Europa, wird das übersetzt, Baudelaire kennt das und etwa französische Lyriker, und das ist europäisches Kulturgut und das ist das Bild der Zigeuner, und das geht eben bis hin zur Mérimée's Carmen, bis zur Esmeralda im Glöckner von Notre Dame, und dann eben auch zu den, am Ende noch zu den berühmten, der Csárdás-Fürstin und sowas, also dieser, der Popularkultur der damaligen Zeit, also der Zigeuner-Operette und der Zigeuner-Musik. Also das heißt, wir haben so eine Art von Medialisierung auch der Zigeuner schon im 19. Jahrhundert, und schönen Zigeunerinnen da immer, diesen Schlafzimmerbilder, ne, so. Beliebt sind diesen Drucken. Also wir haben eine Medialisierung, ein Gegenbild. Aber, und damit kann ich zum Schluss kommen, man könnte ja sagen, das hat jetzt etwas Positives gesetzt. Das ist ja jetzt nicht verachtend, sondern das ist bewundert. Aber unsere Gesellschaften entwickeln ja in politischen Situationen dann immer so eine Art Schizophrenie. Also es, sozusagen zwischen diesem Bild und dem dann gleichzeitig aufkommenden wirklichen biologischen Rassismus, nicht, der ja dann wirklich auch in die Gaskammern führt, gibt es keine Verbindung, nicht? Das ist so, wenn Höss dann in Auschwitz da seine Weihnachtsfeier gemacht hat und seine Weihnachtslieder gesungen hat und irgendwie nicht neben den Öfen, also irgendwie diese Verbindung nicht hergestellt hat, ne? So, dass, also das sozusagen, das geht offensichtlich. Ich weiß nicht, was man dann leisten muss, aber es geht offensichtlich. So ist es auch bei den, eigentlich bei den Roma. Das heißt, es gibt immer wieder dieses positive, faszinierende Bild. Und ich habe mal nachgeguckt, im Kölner Karneval 38, 39. Natürlich gibt's noch Zigeunerinnen, Gruppen und so im Karneval verkleidet, nicht? So. Und gleichzeitig sitzen sie aber schon in Lagern und werden weggebracht. Und in Köln sind das nicht wenige. So, also, und sitzen da am Rhein dann auch in solchen wirklich, werden, also so Sammellager, nicht? Die dann zunächst, also aus den Wohnungen raus in Sammellager und dann später eben in die Vernichtungslager geführt wird. Also sozusagen das Nebeneinander besteht, und also dieser Rassismus und diese Faszination können offensichtlich nebeneinander bestehen, was aber für mich heißt, dass diese Faszination eben auch nicht so tief ist, dass sie wirklich die Menschen betrifft,
die das betrifft, also die Lebenswirklichkeit dieser Menschen. Wir befinden uns immer noch sozusagen, ich würde sagen, immer auf so einer Folie, die davor ist. Da sehen wir jetzt irgendwelche Figuren tanzen und singen und so weiter, aber oder eine Glasscheibe, würde ich dann sagen, aber wir sind eigentlich nie auf die andere Seite dieser Glasscheibe gegangen, auch in dieser Kultur, denn dann könnten wir das nicht mehr natürlich, ne? Dann ging das nicht mehr so einfach. Also das ist das damit. Also man kann sagen, es ist so, dass diese jahrhundertalten Vorteile nicht verschwunden sind, bis heute nicht verschwunden sind. Die haben sich, ich sage das immer so, wie so ein Sediment, haben die sich Schicht für Schicht am Boden unserer Gesellschaft sozusagen abgelagert. Und es gelingt ja immer noch, sozusagen diese braune Brühe dann auch wirklich wieder aufzuwirbeln. Das können wir immer wieder. Und Brühe, die aufgewirbelt wird, trübt den Blick natürlich, ne? Also, und das können wir immer wieder beobachten. Es ist schwieriger in Deutschland, ja, ich habe das gesehen, ich muss jetzt auch gerecht sein, also in den letzten 10 Jahren, das ist in Deutschland inzwischen schwieriger, das zu machen, auch für Gruppen, die das bewusst intentional machen, als in Frankreich oder in anderen Ländern. Das kann sich im Vergleich, also im europäischen Vergleich, kann man das sehen, jetzt von den osteuropäischen Ländern wirklich ganz zu schweigen. Also wir haben natürlich im Zuge der Geschichtserinnerung und der Verarbeitung dann auch, also der Verbrechen, haben wir natürlich auch da so ein etwas, sozusagen so kleine Stoppregeln auch mitbekommen, was die Sinti und Roma betrifft. Also das hat so, sich so ein wenig abgefärbt. Aber wenn es drauf ankommt, man darf ja gar nicht mehr in diese Netzwerke reingehen. Ich tue das manchmal und ich kriege auch solche Mails immer regelmäßig, von denen da manchmal die Rede ist. Und also dann sieht man doch, es gibt aber doch in Breiten, und die sind oft nicht anonym, es gibt in breiten Kreisen der Bevölkerung doch eigentlich immer noch also diese jahrhundertealten Vorurteile, und die äußern sich dann auch ungehemmt. Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.